Hallo ihr Lieben, ihr habt uns die Frage gestellt, was ihr machen könnt, wenn ihr euch von euren Therapeuten nicht ernst genommen fühlt oder auch, wenn ihr das Gefühl habt, dass eure Eltern euch eure Transsexualität ausreden wollt. Ja, also das mit dem Therapeuten, da gibt es halt meistens leider nur eine Lösung und das ist halt, sich auf kurz oder lang einen neuen Therapeuten zu suchen. Aber auch das ist machbar, also den findet man dann doch schneller, als man manchmal befürchtet und es hilft halt auch viel mehr, wenn man dann einen Therapeuten hat, der einen auch wirklich ernst nimmt und einem auch helfen möchte. Genau, weil dass man eine gute Beziehung zu seinem Therapeuten hat und mit ihm über alles reden kann und sich auch ernst genommen fühlt, ist sehr, sehr wichtig. Und da solltet ihr euch auch trauen, diesen Schritt zu gehen und keine Angst zu haben, dass ihr zu lange warten müsst. Zum Thema Eltern, solange ihr unter 18 seid, müsst ihr euch natürlich mit euren Eltern mit dem Thema Transsexualität auseinandersetzen. Und es ist total wichtig, dass ihr ihnen nochmal klar macht, wie wichtig euch das Thema ist und dass ihr wirklich etwas ändern müsst und dass ihr unter eurer Transsexualität auch leidet und vielleicht mit euren Eltern zusammen auch dann nach einem neuen Therapeuten sucht. Was halt auch oft hilft ist bei den Eltern, ist wirklich, wie John schon sagte, ihnen Zeit lassen und auch einfach mal wirklich offen über eure Gefühle mit ihnen reden, weil ihr seid immer noch deren Kinder und meistens, wenn man dann auf dieser Gefühlsebene kommt, das verstehen die Eltern dann doch ein bisschen besser. Und dann merken sie halt auch, dass euch das wirklich ernst ist. Und das hilft halt, in vielen Fällen hilft das wirklich schon sehr. Eine andere Alternative wäre auch, dass ihr euren Eltern zeigt, dass die Transsexualität auch einfach zu eurem Alltag gehört. Nehmt sie doch zum Beispiel mit zu eurer Selbsthilfegruppe, wenn ihr in einer seid. Und dort können auch eure Eltern anderen Transsexuellen Fragen stellen und auch sehen, wie ihr mit diesem Thema umgeht und wie normal es für euch ist. Und in manchen Selbsthilfegruppen gibt es auch sogenannte Angehörigentreffen. Da sind dann wirklich nur die Angehörigen unter sich, wo dann keine Transperson vor Ort ist, was den Eltern dann auch öfter mal leichter fällt, weil sie dann nicht so eine Hemmung haben, bestimmte Fragen zu stellen, weil sie dann Angst hätten, dass sie einen verletzen. Sondern da können die dann viel offener reden. Wir hoffen, dass wir euch Mut machen konnten. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, seht ihr gleich in der Endcard, wo ihr sie uns stellen könnt. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann könnt ihr genau hier sehen, wo ihr sie uns schicken könnt. Und wenn ihr Lust auf noch weitere Videos habt, dann klickt einfach hier. Oder auch hier. Das ist viel toller. Gut.